Seht ihr nicht viel? Man kann nichts zu sehen. Ich zeige euch mal, wo die Spieler heute Abend sitzen werden. Separater Raum für Mannschaften. So, dann starten wir mal den Unter hier. Wir sind im untersten Flur. Speisesaal befindet. Wie gesagt, es ist noch ziemlich früh und es ist noch alles geschlossen. Center. Da sind auch Billardspiele und so weiter drin. Leider auch noch geschlossen. Hier gibt es mittags immer Kaffee und Kuchen.
zum Pool. Gehen wir später auch noch hin. Open? 8 o'clock. 8 o'clock, okay, thank you. Okay, geht jetzt mal auf. Schauen wir nachher nochmal vorbei. So, dann fahren wir mal einen Stock höher in die Lobby. Verlaufen, glaube ich. Das ist die richtige Richtung. Das hier ist die Bar. Sehr schöne Poolanlage. Ich denke aber, das Wasser wird etwas kühl sein im Dezember. Aber da hinten seht ihr die Flutlichtmasten. Dann befindet sich der Trainingsplatz, also direkt hier am Hotel. Heute erwarten uns so circa 21, 22 Grad Sonnenschein. So soll das Wetter auch die nächsten 10 Tage bleiben. Interessant.
Kästchen. Hier sind wir jetzt im Eingangsbereich. Da hinten seht ihr wieder Flutlichtmasten. Also Belling ist total ausgelegt auf Fußball. Da findet man an jeder Ecke einen sehr gepflegten Rasenplatz. Hier sind die Saunen. Hier, das ist die Rocksauna. Ich glaube, die geht bis minus 95 Grad. Also, ne? Das ist ein bisschen wunderbar. Die Bio-Sauna. Hier geht ins VIP. Also nichts für mich. Kein VIP. Und hier ist Hammam, türkische Sauna. Ja, wir müssen sagen, alles vom Feinsten hier. Hier kann man sich wohlfühlen. Hier hingeht,
zur Massage und so. Und sich durchkneten lassen. Außenbereich. Infotafel, was man von hier noch alles erreichen kann. Wir sind jetzt bei etwa 13, 14 Grad. Jetzt 8 Uhr, sehr angenehm. Die Sonne ist noch nicht da, aber die scheint bald sich hinter den Wolken da hinten zu zeigen. Noch keine Handtücher auf den Liegen. Naja, so viel werden da auch nicht den Boot steigen wir, denke ich, bei den Temperaturen, die der Pool momentan hat. Seht ihr schon den grünen Rasen. Da heißt es, die nächsten 10 Tage schwitzen, Gas geben für die Mission auf die zweite Liga. Wenn man von Wembley raus.
Straße sprechen kann. Also der sieht hier sowas von toll aus. Wahnsinn. Besten mitnehmen und im Ludwigspark einpflanzen. Ach, ist der Rasen so schön grün. Also wenn es hier keinen Spaß macht, Fußball zu spielen, ich weiß ich auch nicht. So, dann werfen wir noch einen Blick aufs Meer, das Mittelmeer. Okay, dann geht's wieder zurück Richtung Hotel. So, hier nochmal ein Blick auf die Anlage. Und ich glaube, es ist unschwer zu erkennen, wo mein Zimmer ist. So, jetzt gehe ich rein und versuche mal den Frankie zu finden. Da müssen wir mal schauen, ob wir rausfinden, wann die Mannschaft eintrifft. Ob das schon heute Mittag oder heute Abend ist, werden wir mal schauen. Und dann gibt es die nächste News, wer da alles dabei ist und so weiter, hier auf diesem Kanal. Okay, bis später dann. Ciao, Leute. So, was ich noch vergessen habe, Blick aus dem aus meinem Zimmer. So, die Sonne. Zeigt sich. Und hier. Ich war jetzt nicht überall da im Außenbereich. Da gibt es noch ein Amphitheater, da gibt es Tennisplätze, da gibt es Volleyballplätze, da gibt es noch eine Ecke für extra für Kinder, Spielplätze, extra Pools. Also ist schon sehr, sehr empfehlenswert, hier mal in der Saison herzukommen. Dann sieht man eben keinen Fußball. Nee, dann hast du auch keinen Wert. So, dann war es wirklich jetzt bis später und hoffen wir, dass wir noch das rausfinden, wann die Mannschaft eintrifft. Okay, dann, ciao.